Storybird Games. Look at my game. Wow, amazing. Ja, und hallo, hier ist auch schon wieder euer Ben und willkommen zu einer neuen Folge Gaming with Ben und willkommen zu Finding Teddy 1. Warum ich 1 sage? Ja, vor kurzer Zeit ist auch ein zweiter Teil soweit rausgekommen. Aber ich würde sagen, wir schauen uns erstmal den ersten Teil an. Den habe ich bestimmt schon ein halbes Jahr oder ein Jahr bei mir in der Steam-Bibliothek drinne. Und ich habe noch keinen Plan so wirklich, wie die Steuerung ist, worum es direkt geht. Nur wie der Titel halt sagt, Finding Teddy, auf der Suche nach meinem Teddy. Der wird ja wohl irgendwo sein, oder was? Oh. Teddy wurde entführt. Es waren eine ganz lange Beine. Ich gehe nicht davon aus, dass es eine Spinne war. Aber alle, die eine Spinnenphobie haben, bitte nicht zuschauen. Ja, dein Teddy ist weg. Können wir schon bewegen? Es passiert gerade nichts. Ach, so ist das. Ach, ist das ein Point-and-Click-Adventure? Nee, kann doch nicht sein, oder? Hä? Wie gesagt, ich habe noch keinen Plan von der Steuerung gespielt, zum ersten Mal jetzt gerade. Und ihr seid live dabei. Finding Teddy. Wo ist mein Teddy geblieben? So, und jetzt sind wir wie Alice im Wunderland in einer wunderschönen Welt gelandet. Die natürlich nicht ganz ohne Gefahren ist. You have unlocked a new picture. Coole Sache. Das können wir uns nachher gleich anschauen in der Galerie. Ich habe gedacht, man kann das hier mit WASD steuern, aber kann man ja gar nicht. Aber soweit auf jeden Fall Finding Teddy 2 soll auf jeden Fall ziemlich actionlastig sein. Ich habe mir davon schon mal einen Trailer angeguckt. Aber hier Point-and-Click-Adventure ist doch ganz locker das Ganze. Also kann ja gar nicht so Schlimmes passieren eigentlich. Theoretisch. Ah, frische. Anklicken. Wir müssen ja irgendwie darüber kommen. Aber die wollen nicht mit mir sprechen. Und quack doch mal einer von euch. Denn halt nicht, wisst ihr, was ich gehe woanders hin. So. Ich habe hier irgendwie Obst aufgehoben vorhin. Damit bewerfe ich die. Ja, das ist eine gute Idee. Das ist die Idee, ist das. Wir gehen erstmal in die andere Richtung. Oh, hello. Ah. Ich ihn am Kopf werfen. Hier eine goldene Apfel. Wow. Er ist gelb geworden. Das macht Sinn. In dieser Welt ist alles möglich. Ihr müsst die Logik komplett abschalten. Was ist das denn? Ach nee, da komme ich her, oder? Wow. In so einer Bernsteinhöhle kann es ein bisschen düster sein. Wenn es überhaupt eine Bernsteinhöhle ist, aber es sieht nicht danach aus. Auf der Suche nach einem Teddy kauft ihr einen neuen. What's that? Warum weint er denn? Hey, Kumpel! Wow! Ja. Dem wird schon mal nicht geholfen, der ist nämlich gemein. So. Er schlägt er uns oder sowas? Nee. Achso, ich kann auch rennen mit Doppelklick. Ah, okay. What's that? Is that? Okay. Interessant. So, wir gehen mal weiter. Mal schauen, ob wir da noch was Schönes finden, ne? What's that? Papagei?
Willst du vielleicht meine Schale haben? Anscheinend nicht, nein. Das wäre auch gerade ein bisschen zu logisch gewesen, das Ganze. Ja. Was ist hier denn los? Da ist zu das Ganze. Oh Mann. Das war traurig. Ich gehe nochmal zurück, da war gerade was aufgeleuchtet nachher. Aber nicht töten bitte, ja? Okay, es macht Geräusche. Ich gehe nochmal zurück einmal zu den anderen. Ach, die Tränen, die kann ich damit ja aufheben. Glaube ich. Komm schon, hier, ich heb deine Tränen auf. Hey, voll fiese Socke. Gut, dann halt nicht, weißt du? Nee. Das war ja ein ganz böser Mensch, ist das. Oder Klotz oder Monster oder. Ja. Ein Fröschlein. Den will ich doch mit, oder was? Den musst du seinen Freunden. Komm hier rein jetzt. Komm, Fröschlein. Hier rein. Fröschlein. Das war ein blöder Frosch. So, wir gehen mal weiter, mal schauen. Oh. Okay, what's that? Irgendwas muss ich doch mit dieser Flasche machen. Da kann ich auch nichts machen, das ist irgendwie so ein Grashelmelein. Hm. Also ein Point-and-Click-Adventure, wer meine Videos kennt, der heißt in dem Sinne schon Point-and-Click-Adventure. Das ist meine großartige Stärke, die ich da habe. Und das ist jetzt auch kein Sarkasmus, der da drin steckt. Nein, das ist einfach nur... Da bin ich übelst der Held drin, ne? Oder auch nicht, da war eine Feder oben. Okay. Was ist denn das? Eine Biene? Hallo? Das ist ja fies gelaufen. Errungenschaft freigeschalten. Yeah! Die Errungenschaften schaltet man in dem Sinne frei, indem man von allen möglichen Dingen einmal getötet wird. Sehr gut. Also, das ist schon mal sehr gut. Guck gerade einmal. Das wird nichts, das wird nichts. Wow. Ziemlich brutal das Ganze. Gut, dann gehen wir mal lieber zurück. Ich habe da noch einen anderen Weg nämlich entdeckt. Die Feder komme ich auch nicht ran, okay. War doch noch ein Weg vorhin gerade. Mhm. Ach, da kann ich doch mal ein Gläselein benutzen. Ne? Gläselein, auffüllen. Jetzt kann ich mein Glas endlich mal auffüllen. Okay. Jetzt haben wir das. Und nun? Gehe ich zurück zu den anderen Wasserfall? Oder kann ich den Frosch mitnehmen einfach? Froschkönig, komm hier rein jetzt. Dann halt nicht, bleib doch da. Meine Güte. Der bleibt doch da sitzen. Ne? Ich komm dich nicht nochmal holen. So. Ja. Nee, jetzt hat er es. So. Und zwar, ich gehe jetzt nämlich zurück zu den anderen. Zu den anderen, Wasserfall. Und mal gucken, ne? Vielleicht brauche ich einfach nur einen Freund. Und ich bin für ihn da. So. Bitteschön. Willst du was trinken, ne? Hm.
Anscheinend nicht. War wohl kein Wodka. Ja, ja. Dann gehe ich doch lieber wieder zurück. Ich weiß gar nicht. Was mache ich denn mit dem Glas jetzt eigentlich? Hm? Ja, wie gesagt, Point-and-Click-Adventure, meine großartige Stärke. So, wenigstens einen haben wir schon mal geholfen heute. Eine gute Seele. Teddy haben wir immer noch nicht gefunden. Wir hängen fest in irgendeiner komischen Welt. Jetzt gehen wir nochmal zu den Fröschenlein. Okay. Ich habe mir das voll und ganz aufgeschrieben. Und nochmal zurück einmal. So wie sich das gehört. Die müssen die richtigen Melodien spielen. So. Das wird doch gar ganz easy, wird das. Bam, 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 bam. Ich renne zurück. Ob da auch nochmal schwarz wird? Ich bin auf der Suche nach meinem Teddy. Sind da fünf Sachen? Ich brauche einen Stift. Schreibe ich es dir auf. So, Kriege Krageltreppe. Also, Treppe. Irgendwie Note. Okay. Was war denn das andere? Nicht so schnell. Okay, der geht weiter nach oben. Hä? Davon mal zwei das Ganze. Okay. Nicht so schnell, ich muss noch mitschreiben. Meine Güte, so. Und einmal das Ad-Zeichen, kann ich sagen. Mal ein Q. So, ist notiert. Alles klar. Wunderbar, Herr Froschinger. Ich werde zurückgehen, meine ich. Zurücktreten, ne? Ich werde aus meinem Amt zurücktreten, ne? Nein. Jetzt gehe ich mal zu meinem Froschgefolge. Und werde denen was vortrellen. Ja, das kann er. Man glaubt es kaum. Ich kann Fröschisch. Durch Hieroglyphen, die ich mir aufgeschrieben habe, um kaum lesbar sind für mich, wird es möglich sein. Also einmal der... Ne, Treppe da. Eins. Denn... Boah, ich bin voll der Magic Man. Woo. Es ist so magic. Ja, so sieht's aus, meine lieben Freunde. Er ist übelst der Magic Man im Hühnerstall. Ja. What's that? Hallo? Hallo, was ist das? Braucht er ein Glas Wasser vielleicht? Ja. Check aus mein Glas Wasser. Denn nicht. Keine Ahnung. Was steht denn da? Das sind doch. Nee, falsche Tasse. Ich wollte gerade sagen. Was ist das denn? Wie kann ich hier. Hier sind noch die drei Noten drauf. Noten? Hallo? Kann ich denn die Noten spielen? Noten spielen fällt heute aus, ist verboten. Ich dachte, ich kann die irgendwie. Kann ich die nicht nochmal spielen? Anscheinend nicht. Okay. Das ist ja blöd. Hm. Toll, jetzt bin ich rübergekommen. Hab aber noch keinen Plan, wo es jetzt weitergeht. Das ist ja blöd. Ich renne hier nochmal ein bisschen lang. Geh jetzt mal zum anderen Frosch. Mal gucken, was der sagt.
Auf jeden Fall haben wir schon mal in Finding Teddy viel erlebt. Ja, wir sind 1, 2, 3, 4, 5 Mal gestorben, kann man sagen. Und das in der kurzen Zeit. Mann, das kriegt noch niemand Dark Souls hin, glaube ich. Oder? Hier ist der Froschinger. Mit dem können wir auch nicht mehr viel anfangen. Hier ist auch nicht viel gewesen. Nö. Nun gut, meine lieben Freunde. Ich würde sagen, wir gehen jetzt nochmal zurück, das Ganze. Oh, nein, da wollte ich nicht lang. Nein, Rückzug, Rückzug. Da ist der andere komische drinne. Der andere von den anderen halt. Na, der andere, ihr wisst, wie ich meine. Der Wasserfall. Sie lässt ja auch wieder Zeit heute. Kommen wir auch eigentlich irgendwie ins Menü zurück. Ins Menü, da war doch noch ein Bild, was ich freigeschalten habe. Mal gucken. So, und ich wollte ja nochmal in die Galerie. Ah, ein Bild haben wir. Ah, sieht cool aus. Schickes Bild, muss ich schon sagen. Gefällt mir. Die böse Bienenkönigin. Ja, ja, die ist nicht ganz sauber, ist die. Nee, nee. Ja, aber ich hoffe, das Ganze hat euch gefallen. Das war's heute mit Finding Teddy. Ja, wenn euch das Ganze gefallen hat, dann gerne wie Video, Sprachkarate auf gut Deutsch, ja. Zwei Wörter mit Sprachkarate, ich würde sagen, ja, hoffe, das Ganze hat euch gefallen. Wenn ja, gerne Video liken und kommentieren das Ganze. Unten rechts Abonnier-Button, einfach raufklatschen, dashen, smashen. Damit ihr keine Folge mehr verpasst von Gaming with Ben. Und ja, das war's heute mit Finding Teddy. Ich sag von hier aus Tschüssikowski. Bis dann, bis zum nächsten Mal bei Gaming with Ben. Und bis dahin natürlich immer schön weiter zocken. Also, reinhauen!